Die Arbeit als Schauspieler ist für mich in erster Linie ein kreativer Prozess und der mit sehr viel Freude verbunden ist, manchmal auch mit sehr viel Frust, wenn es nicht auf Anhieb gleich so funktioniert. Aber es kommt viel zurück und deswegen bin ich auch nach 25 Jahren immer noch dabei und werde in 25 Jahren auch wohl hoffentlich immer noch dabei sein. An dieser Rolle, eine Travestiekünstlerin, wie man das möchte, ist eben halt gerade die weibliche Seite zu zeigen, dieser Figur, ohne sie zu karikieren. Das heißt aber auch, auf Pumps sicher zu laufen, in langen Rüschenkleidern über die Bühne zu gehen und mit der Hüfte den nötigen Schwung an den Tag zu legen. Also ehrlich gesagt, ich habe noch nie so viel arbeiten und probieren müssen wie für diese Rolle. Also da steckt denn schon auch viel die Weiblichkeit von Erki drin, die ich ja nun auch habe. Jeder hat die. Also, mein Name ist Erki Hopf und ich bin Schauspieler.